Hallo, in diesem Video möchte ich formelhaft erklären, was Stetigkeit in einem Punkt bzw. Stetigkeit einer Funktion bedeutet und das Ganze nochmal an Beispiel von einer konstanten Folge zeigen. Das Ganze läuft dann auf diese Aufgabe hier raus, die ich in meiner Uni gestellt bekommen habe und die für mich schwer zu verstehen war. Allgemein gilt, eine Funktion ist stetig, wenn sie in jedem Punkt stetig ist. Was bedeutet das? Nehmen wir erstmal an, wir haben eine Funktion, die bildet die reellen Zahlen ab auf die reellen Zahlen. Wir können ja hier gerade mal den Zahlenstrahl der reellen Zahlen malen, hier ist die 0. Und dieser Punkt, einer von diesen Punkten, von denen die Rede ist, kann zum Beispiel dieser sein. Sagen wir der Punkt 3. So, wir wollen jetzt sagen, wir wollen also jetzt zeigen, unter welchen Umständen die Funktion in diesem Punkt 3 stetig ist, beziehungsweise das, was die Bedingung dafür ist, dass man sie stetig im Punkt 3 nennen kann. Ich schreibe das erstmal hin und die Erklärung kommt danach. Eine beliebige Folge, die den Grenzwert 3 hat, kann ich einfach nehmen und auch wieder den Grenzwert bilden. Aber jetzt bilde ich nicht den Grenzwert von der Folge selber, beziehungsweise von der Folge alleine, sondern ich bilde den Grenzwert von der Funktion der Folge. Und was sollte der sein? Der sollte f von 3 sein. Am besten auch mal hier mit derselben Farbe. So, und die Bedingung lautet, wenn der Grenzwert der Folge 3 ist, dann muss der Grenzwert der Folge innerhalb der Funktion derselbe Wert sein wie der Funktionswert von 3. So, nochmal ein bisschen schöner. Wenn das gilt, wenn diese Bedingung hier gilt, dann ist der ist die Funktion im Punkt 3 stetig. Vielleicht das Ganze nochmal ganz kurz bildlich, wenn wir eine Folge haben, jetzt in unserem Fall haben wir sie AI genannt, und die geht immer weiter an die 3 ran. Jetzt muss ich hier ganz viele kleine Pünktchen malen, so. Aber sie wird nie die 3 erreichen. So wie man das typisch kennt vom Grenzwert. Sie wird nie die 3 erreichen. Aber die Abstände werden immer kleiner. Dann kann ich diese Folge in mein F reintun. Wir malen dazu hier unten mal einen neuen Zahlenstrahl. Wir machen auch mal ein Beispiel einfach. Fx ist definiert durch... So, ist definiert durch x plus 1. Lasst euch von den Doppelpunkten hier nicht abschrecken. Die mache ich nur, um zu zeigen, dass das hier definiert ist und nicht irgendwie wahr oder falsch sein kann. So, dann haben wir hier natürlich wieder unsere 0 und wir haben hier unseren Punkt 3 gehabt. Und jetzt haben wir hier aber auch noch unseren Punkt 4. So, wenn wir jetzt jeden Wert, den wir hier oben hatten, einfach hier unten reinsetzen, dann fangen wir ja nicht bei 0 an, sondern irgendwie hier vielleicht so. Und es wird dann immer kleiner und geht Richtung 4. Das würde bedeuten, hier an der Stelle von f bei fx von 3 würde 4 stehen. Und hier würden ganz viele Werte stehen, die immer weiter auf die 4 zugehen. Aber wir haben ja hier ursprünglich eigentlich unser f gar nicht definiert, das heißt, davon wissen wir gar nichts. Also wissen wir gar nicht, dass das hier irgendwie x plus 1 ist, sonst könnten wir das ja hier hinschreiben. Wir wissen nur, okay, es ist halt dieser Wert von x. Und deswegen schreibt man das so ein bisschen generisch da rein, weil man ja nicht, man braucht auch gar nicht wissen, wie jetzt die Funktion f genau definiert ist. Man sagt nur, okay, es muss halt gegen diesen gewissen Wert von f gehen. So, also wenn das hier gilt, ich habe gerade überlegt, ob ich eine Erklärung dazu mache, aber normalerweise sollte es klar sein. Du machst einfach einen Grenzwert von der Folge und dann machst du einen Grenzwert von der Folge in der Funktion. Und mit klar meine ich nicht einfach. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, auch wenn es irgendwie voll einfach aussieht, bis ich verstanden habe, bildlich oder bis ich greifen konnte, was da überhaupt dahinter steht. Wer das also nicht sofort versteht, der soll sich keine Sorgen machen, der braucht einfach 2 Tage Schlaf und dann geht das bestimmt. So, aber wieder zurück. Wir machen das Ganze jetzt allgemein. Das haben wir jetzt für nur die 3 gemacht. Jetzt kann man aber sagen, wir wollen ja gar nicht die Stetigkeit im Punkt 3 genau beweisen, sondern erstmal wollen wir die Stetigkeit in irgendeinem Punkt beweisen. Und da unsere Folge hier a heißt, oder ai, beziehungsweise ja, ai heißt, nennen wir einfach den Grenzwert a. Und hier stand ja vorher die 3, also schreiben wir hier, das nächste ist auch das 3, die, Entschuldigung, das a hin. Und dann heißt es, dass unsere Funktion f in irgendeinem Punkt a, das heißt, es kann hier sein, hier sein, hier sein, hier sein, hier sein, egal wo, es ist uns egal wo, irgendwo in dem Bereich von dieser, ich nenne sie mal die Quellmenge, irgendwo hier, in dieser Menge ist ein a. Und dann haben wir eine Folge, die geht gegen dieses a. Wo das a, also dieses beliebige a, was wir nehmen, dazu suchen wir uns quasi imaginär eine Folge, die dagegen geht. Dann muss diese Folge, die wir uns hier gesucht haben, wenn wir diese Folge in unsere Funktion reintun, genau dasselbe ergeben, wie wenn wir das a in die Funktion reintun würden. Und wenn das gilt, dann ist unsere Funktion stetig. In diesem Punkt. In diesem Punkt a. Das ist wichtig. Sie ist dann stetig in diesem Punkt A. Wir haben noch nicht bewiesen, dass die Funktion stetig ist. Sie ist nur wichtig in dem Punkt A. Aber bis hierhin ist schon mal unglaublich wichtig, das zu verstehen, was hier gerade passiert ist. Dann machen wir das erstmal wieder weg. Aber es kann ja sein, dass wer auch immer dieses Video guckt, das alles schon weiß. Wir können auch das hier oben mal wegmachen. So, die Funktion insgesamt, die komplette Funktion ist nur dann stetig, oder ist erst dann stetig, wenn dieser Teil, den wir hier oben bestimmt haben, für ein A gilt. Nein, für ein beliebiges a gilt. Für alle a gilt. Entschuldigung, nicht für ein beliebiges, für alle a in unserer Quellmenge gilt.
Also wenn jeder dieser Punkte, der in R liegt, diese Gleichung hier erfüllt, oder Gleichung, ich weiß nicht, dieses daraus folgt Ding erfüllt, also das hier erfüllt, dann ist unsere Funktion stetig. So, aber wieder aufräumen. So, ich hatte ja eingangs auch erklärt, wir wollen das Ganze am Beispiel von konstanten Folgen nochmal machen. Dazu definieren wir einfach ein neues f. Also wir nehmen jetzt mal nicht das von oben. Und es geht nicht von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen, sondern es geht von 3 in die reellen Zahlen. Ja, vielleicht ungünstig, wir sollten einen Wert nehmen, der vorher nicht vorkam, also von 4 in die reellen Zahlen. So, und jetzt wollen wir überprüfen, ist unsere Funktion hier stetig mit dieser konstanten, mit diese, also aus dieser Quellmenge. So, erstmal nicht konstante Folge, sondern aus dieser Quellmenge 4. Und dazu müssen wir genau wieder die Gleichung von hier oben erfüllen. Diese, ach, ich rahme sie einfach immer wieder ein. Diese hier müssen wir einfach wieder erfüllen. So, ich hatte ja vorher gesagt, dass dieses zwei, wir können eine andere Farbe nehmen. Oder angedeutet zumindest, diese zwei Dinger gehören zusammen und irgendwie auch diese zwei. Das heißt, dieses a bezieht sich auf dieses hier und diese ai bezieht sich auch auf dieses r. Nicht auf dieses hier, sondern bezieht sich auf die Quellmenge. Also die Folge in der Quellmenge, die konvergiert gegen diesen Punkt in der Quellmenge. Und jetzt ist es so, jetzt nehmen wir mal eine Folge aus unserer Quellmenge und dann stellen wir fest, wenn wir hier aus dieser Quellmenge mit der 4 eine Folge machen wollen, dann sieht die ungefähr so aus. Wir wissen ja auch, eine Folge hat immer unendlich viele Elemente. Und dann könnte ich jetzt diese 4 einfach immer weitermalen. So. Und das ist die konstante Folge, von der ich gesprochen habe. Wir kürzen das aber mal ein bisschen ab hier. So, wir sagen einfach, AI ist definiert durch 4. Viel mehr Folgen können wir überhaupt nicht machen. Und jetzt bilden wir einfach mal den Grenzwert. Ich lasse mir jetzt mal dieses geht gegen unendlich, spare ich mir mal. Wenn wir jetzt den Grenzwert von, wir können direkt hier 4 reinschreiben. Wir können auch natürlich allgemein bleiben und schreiben hier AI rein. Oh, es sieht nicht so schön aus, aber ich spreche ja dabei. So, der Grenzwert von AI ist einfach wieder 4. Weil wenn ich eine konstante Folge habe, hier im Koordinatensystem, so ein Ding, so ein Strich. Okay, da ist jetzt eine Kurve drin, aber egal. Also wenn das Ding konstant hier ist, dann geht es ja auch gegen diesen Wert. Das geht ja dann nicht irgendwie gegen hier oben. Das sollte soweit klar sein. So, jetzt können wir mal auf diese andere Seite kommen. Jetzt können wir auch den Grenzwert unserer Funktion bilden. Wenn wir nämlich jetzt den Grenzwert von, wenn wir jetzt versuchen, den Grenzwert von f von unserer Folge zu bilden. Ich wiederhole, unsere Folge ist einfach nur 4. Ganz viele 4, ganz viele 4. Was kommt da vermutlich raus? Vermutlich der Wert von f4. Wenn man sich das nämlich jetzt mal anguckt, dann steht hier eigentlich nur f von 4 ist gleich f von 4. Macht ja irgendwie Sinn. Der Unterschied ist, dass an dieser Stelle hier, beziehungsweise farblich an dieser Stelle hier, ups, mit Pfeil, geht es um die Folge. So, die halt zufällig konstant auf 4 steht. Und deswegen ist das natürlich gleich. Deswegen macht es auch Sinn, dass eine konstante Folge in einer Funktion immer gegen den Funktionswert von dem Grenzwert geht, weil der Grenzwert ist ja genau dasselbe. Also ganz einfach, nochmal das hier. Wenn ich ganz oft die 4 in meiner Funktion einsetze, dann wird auch später nichts anderes als 4 rauskommen. Also es kommt immer 4 raus. Warum ich das jetzt hier so, weiß nicht, in bestimmt 20 Minuten groß und breit erklärt habe, ich gehe nochmal zurück, weil das nachher hierfür ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang hier, beziehungsweise in dem Zusammenhang. So, merken oder schon gewusst haben, jetzt.